Danke. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass ich hier in diesem Kreis die Gelegenheit habe, Neuerungen in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz vorzustellen. Nach diesem fantastischen Vortrag von Lissy ist das nicht ganz einfach, weil das Reichsmuseum sich eben dazu entschieden hat, alles für alles freizugeben. So weit sind wir, sagen wir mal, in Deutschland noch nicht, aber ich möchte Ihnen doch Wege des Zugangs zu gestalten jetzt darstellen, denen die Stiftung Preußischer Kulturbesitz und einige weitere Einrichtungen jetzt eingeschlagen haben, sodass der Zugang für alle nicht kommerziellen Zwecke, also für Wissenschaft, Bildung und so weiter, in sehr großem Umfang gegeben ist. Vielleicht für alle diejenigen, die die Stiftung Preußischer Kulturbesitz noch nicht so genau kennen, das sind insgesamt 5 Einrichtungen, die Staatlichen Museen zu Berlin, die Staatsbibliothek zu Berlin, das Geheime Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, das Iberoamerikanische Institut und das Institut für Musikforschung, also insgesamt ein sehr großer Laden, sage ich jetzt mal. Da arbeiten 2000 Mitarbeiter und wir sind die größte Kultureinrichtung Deutschlands. Insofern, das, was wir machen, hat auch eine gewisse Signalwirkung. Darüber sind wir uns durchaus im Klaren. Wir haben heute Morgen gehört von der Berliner Erklärung, die vor 10 Jahren von der Wissenschaftswelt verfasst worden ist, mit dem Ziel, wissenschaftliche Güter über das Internet zugänglich zu machen. Und dabei haben die Wissenschaftseinrichtungen ausdrücklich auch die Hüter von den Kulturschätzen, nämlich Archive, Bibliotheken und Museen, aufgefordert, an dieser Berliner Erklärung oder an dieser Zielsetzung teilzunehmen. Herr Klimpel hat heute Morgen gefragt, jetzt sind da 10 Jahre rum, warum ist da eigentlich noch nichts passiert? Da ist gar nicht so sehr die Geschichte, dass die Kultureinrichtungen da nicht mitmachen wollten, sondern in vieler Hinsicht waren sie auch einfach technisch noch nicht so weit. Also die Digitalisierung hat erst in den letzten Jahren angefangen, dann mussten da Online-Plattformen geschaffen werden, etc., etc. Inzwischen ist das so, dass da auch kritische Massen da sind, weil das ist schon, wenn man online geht als Kultureinrichtung, gerade als große, dann muss man auch, da kann man nicht mit 500 Bildern online gehen, sondern dann muss da auch eine repräsentative Auswahl da sein. Es war dann so, dass vor 2-3 Jahren die Wissenschaftsgemeinde auf unseren Präsidenten zugekommen ist und gesagt hat, ihr seid ja eine Einrichtung, wo Archive, Bibliotheken und Museen vertreten sind, ganz wichtige. Könnt ihr nicht ein Signal setzen, indem ihr die Berliner Erklärung unterschreibt? Und wir verstehen unsere Einrichtung auch nicht nur als Kultureinrichtung, sondern auch als Wissenschaftseinrichtung. Insofern war unser Präsident der Geschichte gegenüber von Anfang an extrem aufgeschlossen und sagte, das wollen wir unbedingt hinkriegen. Dann haben wir uns aber mal angeschaut, die Berliner Erklärung, was steht da so im Text drin, was darf der Nutzer eigentlich alles machen? Und da ist eben die nach unserer Einschätzung etwas unglückliche Formulierung gewählt worden, dass jeder Nutzer in jedem digitalen Medium die Daten für jeden verantwortbaren Zweck, heißt es, für jeden verantwortbaren Zweck nutzen darf. Und verantwortbarer Zweck ist natürlich auch kein juristischer Begriff und irgendwie auch nicht klar, was ist eigentlich nun verantwortbar und was ist nicht. Und dann haben wir uns gesagt, also wenn wir unseren Beitrag auch für andere Kultureinrichtungen als Signal geben wollen, dann müssen wir das irgendwie präzisieren, um da die Vorbehalte von Kultureinrichtungen auch einzuschränken. Und haben gesagt, für uns ist wichtig, dass wir diesen jeden verantwortbaren Zweck, dass wir den genauer definieren. Und da waren wir auch sehr schnell so weit. Das war vor 2 Jahren im Grunde schon fertig. Herr Klimpel weiß das auch. Aber dann kam eben noch die Geschichte, wir wollten unbedingt auch andere mit einbinden, sodass das wirklich eine größere Initiative von wichtigen Kultureinrichtungen ist.
Und auch das ging noch relativ schnell. Dann mussten wir aber unsere eigenen Online-Plattformen auch auf diese technischen Veränderungen umstellen, weil wir mit Creative Commons Lizenzen arbeiten und so weiter, mussten da eben Bylines und sowas dran gebaut werden und diese ganzen Programmiergeschichten für Hunderttausende von Bilder, das hat eben eine ganze Weile gedauert, aber jetzt waren eben am 19. November diesen Jahres 10 Jahre Berliner Erklärung und da haben eine ganze Reihe Einrichtungen gesagt, das ist ein guter Moment, um da zu unterschreiben. Und jetzt gehe ich mal hier eins weiter, ja. Und da war natürlich auch unser Hausherr dabei, die Stiftung Jüdisches Museum Berlin, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, das Bundesarchiv und das Deutsche Archäologische Institut. Insofern haben wir da einen ganz guten Mix an Kultureinrichtungen, die da jetzt schon mal mitmachen und dieses Signal gesetzt haben, wir wollen in erhöhtem Maße das, was wir digitalisiert haben, der Wissensgesellschaft zur Verfügung stellen. Und das ist auf jeden Fall ein Paradigmenwechsel, dass man sagt, wir wollen auch eine freie Nachnutzung gestatten in verschiedenstem Umfang. Und was das sein soll, darauf hat man sich auf eine sogenannte Best-Practice-Regelung, also auf eine Regelung, wie wir mit der Berliner Erklärung und Open Access umgehen wollen, haben wir erstellt und auch mit den 4 anderen Einrichtungen abgestimmt. Was umfasst das nun? Wir als Kultureinrichtung sagen, wir haben natürlich einen Bildungsauftrag und haben auch einen Wissensvermittlungsauftrag und dem wollen wir auf jeden Fall gerecht werden, sodass wir also im nicht kommerziellen Bereich diese digitalen Angebote unserer Plattformen jedermann für jeden nicht kommerziellen Zweck zur Verfügung stellen. Ganz besonders wichtig ist dabei natürlich der Bereich Wissenschaft, aber auch der ganze Bereich Bildung und der Bereich Information und auch Privatnutzung etc. etc. Als Lizenzmodell haben wir uns entschieden, da auf die Lizenzmodelle der Creative Commons zurückzugreifen. Dann auch das stand schon in der Berliner Erklärung, dass die Veröffentlichungen in einem Online-Archiv hinterlegt sein müssen. Das ist im Grunde nur 1:1 übernommen. Und wir haben aber die Grenze gesetzt, da unterscheiden wir uns vielleicht noch vom Reichsmuseum, dass wir sagen, kommerzielle Nutzung gegen Entgelt. Und das ist vielleicht auch wirklich eine ganz wichtige politische Frage. Die Kultureinrichtungen haben in den letzten Jahren den politischen Auftrag bekommen, ihre Schätze zu digitalisieren. Sie müssen dafür die Hardware beschaffen, müssen spezifisches Personal haben, müssen das Know-how aufbauen und so weiter. Das kostet alles eine ganze Menge Geld. Mal abgesehen von irgendwelchen DFG-Projekten sind da eigentlich die meisten Kultureinrichtungen vom Staat relativ allein gelassen worden. Der Auftrag wurde zwar gegeben, digitalisiert, aber es war im Grunde so, dass man gesagt hat, macht das aus euren Bordmitteln. Und da ist der Hintergrund, dass die Kultureinrichtungen sagen, um diese ganzen hohen Kosten irgendwie da ein Return on Investment zu haben, wollen wir ausschließlich den kommerziellen Nutzer, der das ja durchaus gewöhnt ist zu bezahlen, das muss man sich auch mal vergegenwärtigen, der kommerzielle Nutzer, das bewegen wir uns in einem Umfeld auch von privatwirtschaftlichen Bildagenturen, der ist gewöhnt zu bezahlen, also eine Zeitung, eine Zeitschrift, ein Fernsehsender, eine Werbeagentur etc., die kaufen Bilder bei unserer Agentur, die eine öffentlich-rechtliche ist und 200 Museen und andere Einrichtungen vertritt, aber die verkaufen auch Bilder, kaufen auch Bilder bei privatwirtschaftlichen Einrichtungen und von daher ist das eigentlich gar kein großer Konflikt. Das können wir gerne nachher noch diskutieren. Also Sie meinen, dass es wahrscheinlich da keine, dass es da Übergangsformen gibt, wo es kritisch ist, ist es kommerziell oder nicht kommerziell. Wir haben da durchaus eine ganz pragmatische Lösung bei uns in der Stiftung gefunden.
Wir haben inzwischen eine ganze Reihe Plattformen. Das ist die Plattform der staatlichen Museen, die seit einem Jahr online ist. SMB Digital nennt die sich, und da sind alle 16 Museen mit Abbildungen ihrer Schätze vertreten. Und da sehen Sie, an die Bilder ist unten so eine Byline dran gemacht, wo also auch die Herkunft der Bilder dokumentiert ist. Das finde ich ganz wichtig, um da nicht gleich verwaiste Werke zu schaffen, um auch gleichzeitig, wenn jemand sich das runterlädt, das darf ja jeder runterladen, diese Bilder, die in sehr schöner Qualität da auf den Websites sind, dass der auch nachher noch weiß, wo hat er das eigentlich her, etc. Und Sie sehen rechts dann eben diese Kennzeichnung mit CC-Lizenz. Hier mal noch ein anderes Beispiel. Unsere Nationalgalerie, auch da sind alle wichtigen Angaben zum Werk verzeichnet. Die staatlichen Museen nutzen zur Kennzeichnung das CC-Modell bei NCSA, also Namensnennung des Rechteinhabers. Das ist den Kultureinrichtungen eigentlich meistens das Allerwichtigste. Dann begrenzt auf nicht kommerzielle Nutzung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Hier sehen Sie Beispiele aus der Staatsbibliothek zu Berlin. Die haben unter digitalisierte Sammlungen auf ihrer Website Handschriften, Musikautografen, historische Stiche und so weiter, also Landkarten, alles in sehr guter Ansichtsqualität da reingestellt und für jede nicht kommerzielle Nutzung auch nachnutzbar. Dann haben wir das Ganze zusammengefügt auf einem Portal SPK Digital. Da ist also quasi eine Metaplattform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, wo alle Einrichtungen ihre Daten einspielen können. Und über die Deutsche Digitale Bibliothek, wo wir selbstverständlich auch geliefert haben, werden sie in einem europäischen in dem europäischen Kulturportal Europeana eingebunden. Also es ist nicht ganz so weit wie jetzt das Reichsmuseum da gegangen ist, aber es ist schon ein großer Paradigmenwechsel, der da stattgefunden hat, dass wir sagen, wir wollen den Menschen das, was wir haben, für Bildung, Wissenschaft, Information, alles frei zur Verfügung stellen, in guter Qualität, das ist auch von jedem Mann runterladbar, sammelbar etc., auch nachnutzbar, aber wir wollen die kommerzielle Nutzung noch vergütet sehen. Da bewegen wir uns übrigens in einem Gleichklang auch mit der PSI-Richtlinie, also Public Sector Information, also es ist eine EU-Richtlinie, die jetzt gerade in diesem Jahr novelliert wurde und wo zum ersten Mal auch die Kultureinrichtungen eingebunden worden sind. Die Kultureinrichtungen werden da aufgefordert, das, was sie digitalisiert haben, bereitzustellen. Aber ausdrücklich ist gesagt, dass die Kultureinrichtungen im Gegensatz zu anderen staatlichen Einrichtungen, Behörden etc. für das, was sie bereitstellen, auch ein Entgelt verlangen dürfen und dass das auch mehr sein darf als eine reine Bearbeitungsgebühr. Also ich meine, wir sind da schon ein ganzes Stück weiter. Wir haben in der Stiftung jetzt schon Hunderttausende von Daten in wunderbarer Qualität online und werden das in den nächsten Jahren noch enorm ausbauen, sodass da eben alle Schätze, die wir selber fotografiert und digitalisiert haben, den Menschen frei zur Verfügung stehen. Ich danke Ihnen.